Verena Kert, wird es ernst mit sie probiert Brautkleider an. Nachdem lange spekuliert wurde, bestätigten Verena Kert, 41, und Marc Terenzi, 44, Anfang September schließlich, dass sie ein Paar sind. Seitdem zeigen sie sich äußerst verliebt in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien. Erst vor kurzem sorgten die beiden sogar für Verlobungsgerüchte, als Verena einen Schnappschuss postete, auf dem Marc vor ihr auf die Knie geht. Jetzt zeigt sich die 41-Jährige auf ihrem Instagram-Account plötzlich im Brautkleid. Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken? Vorerst vermutlich nicht. Denn wie Kert erklärt, waren sie und ihr Partner beim Pre-Opening des Shops Suhlmeier Brida Couture in Dresden zu Gast. Bei der Gelegenheit durfte die Moderatorin in ein absolutes Traumkleid schlüpfen. Auch wenn sie offenbar nicht auf Brautmodensuche war, so hat sie sich ja vielleicht schon einmal inspirieren lassen, und Marc schien der Anblick ebenfalls zu gefallen. Jelitz Kog, 29, hat sich erneut einer Brustoperation unterzogen. Vor kurzem erklärte sie ihren FollowerInnen bereits, dass diese nötig sei, weil ihre Implantate nach der Geburt von Töchterchen Snow 1 nicht mehr fest saßen. Nun hat die Ex-Freundin von Jimmy Blue Ochsenknecht, 30, den Eingriff hinter sich gebracht und gibt prompt ein Update. Sie habe zwar Schmerzen, doch der Eingriff sei gut gelaufen, teilt sie in ihrer Instagram-Story mit. Zudem postet sie ein Bild von sich aus dem Krankenhausbett, das zeigt, dass es der Real-DTV-Darstellerin an nichts fehlt. Nach der OP lässt sie sich einen Matcha-Tee und eine Pizza schmecken. Leute, ich bin so happy. Ich habe es erneut geschafft. Auch wenn die nächsten Wochen noch hart werden. Es war einfach dringend notwendig, meine Brüste zu machen, sick, schreibt Jelitz dazu und verrät, dass sie am heutigen Samstag, 19. November, wieder nach Hause darf. Dani Büchner, 44, musste in dieser Woche besonders stark sein. Vor wenigen Tagen teilte sie mit, dass ihre geliebte Hündin Gina nach 13 gemeinsamen Jahren gestorben ist. Dann jährte sich auch noch der 4. Todestag ihres Mannes Jens Büchner, 49, zum 4. Mal. Nach Ankündigung einer Social-Media-Pause meldet sich die reelle DTV-Darstellerin am Freitag, 18. November, nun wieder persönlich bei ihren Fans und berichtet von den vergangenen schweren Tagen. So sieht man aus, wenn man eine ziemlich beschissene Woche hinter sich hat, beginnt sie ihre Instagram-Story, die sie im Auto aufnimmt. In der unteren Ecke blendet sie ein Bild ihrer verstorbenen Hündin ein. Für die einen ist vielleicht ein Hund nur ein Hund, für uns war Gina ein Familienmitglied. Wir hatten sie 13 Jahre und ja, sie war schon älter, aber trotzdem ist es schwierig. Und dann genau in der Woche, wo der Todestag gestern war, das hat ein bisschen reingehauen, erklärt sie sichtlich emotional. Dennoch versucht die 44-Jährige, positiv zu bleiben, das darf man nie vergessen. Egal wie traurig man ist oder was für Situationen es gibt, das Leben ist schön. Anführungszeichen. Pietro Lombardi, 30, und Laura Maria Rüpa, 26, sind in der neuesten Folge ihres Podcasts Laura und Pietro, on-off komplett unterschiedlicher Meinung. Es geht um die wohl schönste Sache der Welt und die Frage, wann ihr noch ungeborener Sohn damit beginnen sollte. Also wenn mein Sohn jetzt mit 12 oder 13 nach Hause kommt und sagt, Mama, das ist meine Freundin. Klar, ich würde mir im Endeffekt denken, das ist eine Schulfreundin bzw. Kindheitsliebe, sagt Laura. Pietro springt sofort darauf an und ist sich sicher, also, wenn unser Kind 13 ist, dann ist schon Rambazamba. Dann setzt der Sänger noch einen drauf und meint ernsthaft, bei Jungen ist das cool, wenn sie schon früh Sex haben. Ich glaube, als Papa ist man dann ein bisschen stolz, wenn der Sohn mit 13 kommt und sagt, Papa, ich hab heute Spaß gehabt, ergänzt er. Laura widerspricht und findet, man sollte ihm schon gewisse Werte vermitteln. So hat jeder seinen Erziehungsstil.
Zum Glück haben Pietro und Laura noch ein paar Jahre Zeit, ehe das wirklich zum Thema wird. Das gilt auch für Pietros und Sarah Engels Sohn Alessio. 7. Und vielleicht hat ja auch Pietro dann eine andere Einstellung dazu, dass er stolz auf seinen Sohn ist und es cool sei, wenn er mit 13 Jahren Sex hat. Dani Büchner, 44, muss eine schwere Woche durchstehen. Vor wenigen Tagen teilte die Kultauswanderin mit, dass ihre geliebte Hündin Gina gestorben ist. Der kleine Vierbeiner war 13 Jahre an Danis Seite. Nun durchlebt die 44-Jährige zum vierten Mal den schlimmsten Tag des Jahres, den Todestag ihres Mannes Jens Büchner, 49, der am 17. November 2018 den Folgen einer Lungenkrebserkrankung erlag. Mit Social Media Posts hält sich die Reality-TV-Darstellerin in diesen besonders emotionalen Stunden zurück. Doch in ihrer Instagram-Story gedenkt sie ihres verstorbenen Mannes und lädt ein gänzlich schwarzes Bild hoch, auf dem lediglich sein Todesdatum sowie ein Stern-Emoji zu sehen sind. Nach Monaten der Spekulationen machten Mats, 33, und Kathy Hummels, 34, Ende Oktober 2022 ihr Liebesaus offiziell. Wie schwer der Influencerin dieser Schritt gefallen ist, machte sie unter Tränen in ihrer neuen Personality-Doku Kathy Hummels, alles auf Anfang auf RTL 2 deutlich und enthüllte: Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden. Aber am Ende war es der Mats, der gesagt hat: Ich kann so nicht mehr weitermachen. Anführungszeichen. Die Liebe sei gegangen, eine große Freundschaft wachse nun, schreibt Hummels jetzt zu einem rührenden Instagram-Video mit alten Erinnerungen an ihre Ehe, die 2015 geschlossen wurde. Zu ihrer alten Liebe Mats sagt Kathy auf Wiedersehen. Sie schließt ein Kapitel, um irgendwann einmal ein neues zu öffnen. Im Sommer sind Anna-Maria Ferch-Richi, 41, und Rapper Bushido, 44, mit ihren 7 gemeinsamen Kindern nach Dubai ausgewandert. Haben Freunde und Familie hinter sich gelassen. Nach einem erneuten Umzug in eine große Villa scheint die 9-köpfige Familie angekommen zu sein. Doch eine Sache hatte Anna-Maria vor der Auswanderung nicht bedacht, wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story schildert. Wegen des derzeit laufenden Gerichtsprozesses mit Clan-Mitglied Arafat Abukaka steht Bushidos Familie unter Polizeischutz. In Berlin lebte Anna-Maria mit ihren Kindern ein eingeschränktes Leben, im Gegensatz zu ihrem jetzigen in Dubai. Dort können sich alle freier bewegen. Bei dem damals heimlichen Kistenpacken habe die Schwester von Sängerin Sarah Connor, 42, jedoch etwas falsch gemacht, wie ihr im Nachhinein auffällt. Anna-Maria meint, habe bei unserem Umzug einen Riesenfehler gemacht. Sie habe gedacht, dass sie und ihre Familie in der Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate lediglich Sommersachen bräuchten. Da lag ich mal sowas von falsch, gibt Ferch-Richi lachend zu verstehen, denn durch die Klimaanlage sei alles so krass unterkühlt. Damit steht wohl der nächsten große Shoppingtour nichts mehr im Weg. Dani Büchner, 44, ist in tiefer Trauer. Ihre Hündin Gina ist am 14. November im Alter von 13 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht gibt die 44-Jährige in ihrer Instagram-Story bekannt. In den vergangenen Jahren hat der Vierbeiner die Kultauswanderin stets begleitet. Sei es beim Umzug nach Mallorca oder nach dem Verlust ihres Mannes Jens Büchner, 49. Dass sie und ihre Kinder nun Abschied von Gina nehmen müssen, bricht Dani das Herz. Das TV-Gesicht postet mehrere Aufnahmen des schwarz-weißen Hundes und schreibt zu einem dieser Schnappschüsse: 13 Jahre immer an meiner Seite. Schließlich teilt Dani ihren Fans mit, dass sie sich erst am Freitag, 18. November, zurückmelden werde. Immer wieder werden prominente Frauen auf Instagram unverblümt gefragt, ob sie denn schwanger seien. Auch Jani Kusmak, 32, gehört dazu. Der Partnerin von Per Kusmak, 37, wird immer wieder eine mögliche Schwangerschaft angedichtet. Sobald ein Mini-Bäuchlein zu sehen ist, ein Druck, dem sich die Profisurferin
die in ihrem neuesten Posting offen und ehrlich über ihre Essstörung spricht, nicht mehr aussetzen möchte. Oh, hallo alter Trigger, denke ich mir bei der Nachricht von Bild Nummer 3. Ich grüße dich. Leitet die Dreifachmama ihr Instagram-Posting ein und zeigt ein Bild, auf dem ein Mini-Bäuchlein zu sehen ist. Fans dichten ihr, natürlich, wieder eine mögliche Schwangerschaft an. Das verletzt und ist einfach grenzüberschreitend. Doch Janni kann mittlerweile mit solchen Kommentaren gut umgehen. Hat sich ein dickes Fell zugelegt, denn sie schreibt weiter an ihren alten Trigger, aber leider hast du deine Kraft verloren. Denn ich habe mir die letzten Jahre nach meiner Essstörung bewusst Zeit und Raum für meine Heilung genommen. Habe verstanden, dass mein Bauch einfach zu viel Verantwortung übernommen hatte und mehr Druck tragen musste, als mir bewusst war. Dass ich dazu neigt, Stress mit Essen zu kompensieren, und mittlerweile verstanden habe, dass ich es nur als Kontrollverlust verstand, durch das Risiko, die 90-60-90 Sanduhrfigur zu verlieren und dann nicht mehr die idealisierte Figur, die das sexistische, von Patriarchen aufgebaute System sein konnte, sick. Vielmehr wolle sie sich nun darum kümmern, milde zu sich selbst zu sein und ihre innere Ruhe wiederherzustellen. Weg mit Zwängen, Stress, weg mit toxischen Mustern und Menschen. Und vor allem weg mit permanentem Baucheinziehen in Stories, wenn man in Frankreich einen mega leckeren Käsegalette gegessen hat. Fakt ist, niemanden geht der Körper eines Menschen etwas an, außer die betreffende Person selbst. Der kleine Damian Andreas König erblickte am 29. September 2022 das Licht der Welt und machte Jenny Frankhauser, 30, und Partner Steffen König erstmals zu Eltern, die kleine Schwester von Daniela Katzenberger, 30, zeigte ihr Glück stolz auf Instagram und ihre Familie zeigte sich entzückt vom Sprössling. In den vergangenen Monaten hat sie sich offenbar zu viel zugemutet und sich übernommen. Eine Social-Media-Pause muss her. Ich bin mal ein paar Tage offline und genieße etwas Ruhe. Mache das einfach mal, schreibt sie auf ihrem Instagram-Account und erklärt weiter, ich glaube, 2 Wochen Babypause waren einfach zu kurz und ich habe das Bedürfnis, mich etwas zurückzuziehen. Dem sie sich zuletzt sehr viel aufgehalst hat, lautet ihr Fazit, immer funktionieren. Funktioniert eben nicht und das ist okay. Nun ist es bei Jenny Frankhauser wohl an der Zeit, neue Kraft zu tanken und sich Quality Time für sich und ihre Liebsten zu nehmen. Bei einem möglichen Geschwisterchen für Damian wolle sie es aber anders angehen. Sich mehr Zeit für sich und den Neuankömmling nehmen. Beim nächsten Baby nehme ich mir definitiv gleich die 4 bis 6 Wochen Auszeit im Wochenbett, die jede Mama für sich nehmen sollte. Anführungszeichen. Sie haben News verpasst. Jetzt hier die Promenus der vergangenen Woche nachlesen.